Willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Eleonora steht schon da hinten und winkt wild. Was ist los, Eleonora? Hat jetzt wirklich eilig, springt das schon über das Geländer. So, ich bin zurück in der Stadt, weil ich habe doch nochmal Bock auf den Schurken gehabt. Mit dieses kleine bisschen... Ja, was haben wir denn hier? Das Tagebuch eines Fahrers. Ich sag's eigentlich mal zu Ende. Mir hat das kleine bisschen mit dem Bogenschützen irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Ich wollte wieder in den Nahkampf gehen. Das finde ich irgendwie besser als da rumzielen. Und habe jetzt aber schon umgeskillt und hab mir auch neue Dolche gekauft, also ein bisschen, was ich schon beim Bogenschützen gemacht hatte, die Ausrüstung verändert und so. Habe jetzt alles beim Schurken auch gemacht, damit wir es nicht nochmal angucken müssen. Und noch ein, zwei andere Sachen, die ich gleich sprechen möchte. Nur mal ganz kurz das Tagebuch eines Fahrers. Ich kam an einen Grenzkontrollpunkt, um zu realisieren, dass ich meinen Passierschein vergessen hatte, musste zurückfahren. Lieferung im Verzug. Ich soll eine Biestrin-Maske benutzen. Scheint Batal begünstigt Biestrin, daher können sie ohne Passierschein hindurch. Okay. Ja, wissen wir jetzt, mit einer Biestrin-Maske können wir anscheinend in Batal rein. So, was ich habe ist, dass wir mal rausgehen gleich. Ich habe ein paar Mods installiert. Und zwar eine für ein höheres FOV. Was ich spontan sehr viel angenehmer finde. Das andere war so nah rangezoomt, wenn ihr es mal vergleicht mit den Videos von den letzten Folgen. Und das ist so viel angenehmer. Manchmal zoomt ihr noch ein bisschen rein, gerade in den Innenbereich und bei bestimmten anderen Sachen. Aber es wirkt nicht mehr so klaustrophobisch. Es ist wirklich ein bisschen anstrengend. Es gibt auch noch so komische Zooms manchmal, die ich etwas desorientierend finde. Aber naja, davon abgesehen. Was ist denn, Eleonora? Kann ich mit ihr irgendwas besprechen? Hat sie mir gesagt, wo sie hin will? Wir wissen ja auch, wo wir hin wollen. Ah, und dann habe ich ein Update, die neue Version von DLSS NVIDIA installiert, 3.6, und ich habe eine andere Datei installiert, wo ich Frame Generation habe. Und dadurch konnte ich jetzt dann Raytracing anmachen, was man auch deutlich merkt, finde ich. Sieht an manchen Stellen viel schöner aus. An manchen Stellen ist es eher subtil, aber insgesamt finde ich es noch ganz gut. Also, und ich habe auch mehr Frames. Also ich habe das schon gemessen, habe ich jetzt nicht mehr aktiv gerade das Tool, aber das bringt eine Menge. Und das ist schon alles viel sauberer. Ich werde nochmal ein Video über die aktuellen Mods machen, über die wichtigsten, die man zum Start haben sollte, weil auf dem PC macht das schon eine Menge aus. Ich muss mal gucken, wie ich mit ihm jetzt kämpfe, dass ich mich nochmal dran gewöhne. So, Eleonora führt uns irgendwo hin. Wir waren ja eh schon, eigentlich letztes Mal waren wir schon hier. Wir waren ja auf dem Weg zu... Was mit den Waffen hier? Oder warum? Oder auch jemand verschwunden? Ich weiß schon gar nicht mehr. Wir folgen einfach mal Eleonora gerade. Ja, aber laber mich nicht mittendrin an. Ich bin gerade mit meiner Truppe unterwegs und rede mit den Zuschauern hier. Also das FOV finde ich so viel angenehmer. Das andere, wo mir das so nah an der Schulter hing. Gerade bei so einem Kampf, wo man auch recht wild in der Gegend rumspringt und kämpft und alles. Creature's corpse will serve us well. Go right ahead. Alles okay, Florence, muss ein bisschen ausruhen. Kleine Naschkatze. Ja, hier habe ich jetzt mal aufgehört, die Folge. Da haben wir oben diese Schatzkiste noch aufgemacht. Wir hätten Goldkäfer gefunden. Das ist gut. Fascinating. Muss ich mal benutzen, weil die erhöhen unsere Tragekapazität. Ziemlich wichtig. Ich möchte eigentlich mal ganz kurz stoppen, Eleonora. Ich möchte ganz kurz nochmal kämpfen üben. Vielleicht gegen die Deppen hier. Dahin. Eleonora. My magic is at your disposal. Teilweise tankt die ein bisschen und dann legt man aber auch nicht los. Das ist ein Move, wo ich so durch die durchgehe. Warum heißt eines. Das ist ein Abbrechen. Das ist weird. Probier noch mal Sachen aus. So. So eine Bombe platzieren.
entzündete Klinge, kann ich meine Messer anzünden? Ah, und Schattenmantel, wenn ich nämlich so tarnen. Was das da unten drauf ist, ist das irgendwie noch ein bisschen vielleicht nicht so leicht entdeckt. Ich muss nicht, ob es an die neuen Spells und Abilities und auch an die Steuerung gewöhnen. Damit greife ich an, damit mache ich das. Pulverangriff. Pray, follow me. Wo ist denn der schnelle Move? Der ist jetzt nämlich schon. Ah, der Flink. Nee, das ist auch nicht ganz der Flinkschritt. Das ist der normale. Schneidender Wind, der ist das. Okay. So, wo lang, Eleonora? Du wolltest vorgehen? And here I was hoping for some great treasure. Now I feel a fool. We cannot expect gleaming treasures around every corner. Also, das ist schon arg krass, wie begrenzt das Vokabular ist. War schon tot oder was? Over here, if you please. Ja, ich loote ihn nur kurz. Muss aber den schneidenden Wind muss ich hier noch auf die anderen Button eigentlich legen. So ein bisschen weird, dass das dann. Das ist die Höhle der Kobolde gefunden. Da wolltest du uns hinführen zu der Höhle der Kobolde. Das ist dann irgendwie auf unserer. Was ist tatsächlich auf unserer Map und auf uns für unsere. Quest-relevant. Dann räumen wir die auf. We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. Erholt sich meine Ausdauer nicht, während ich getarnt bin? Krass. Okay. Zu wissen. Und wie lange hält das an von den Waffen? Nicht so arg lang, oder wie? Freshly rested as we are. We must not let down our guard. Hier drin sind wir gleich wieder voll nah rangezoomt. Au! I will protect you. I'll keep them pinned down. Splendid. Tard, be sure to avoid open flame. Wenn ich abklatsche, looten. Dann sind wir wieder super nah rangezoomt. Das ist halt echt. Also, die Kamera in dem Spiel checke ich nicht. So ein weirdes Spiel, Dragon's Dogma. Teilweise echt cool und teilweise so weird. Und so Sachen, die echt nicht heutzutage in 2024 so eine komische Art funktionieren müssten. Ich mag das Spiel trotzdem total gern, aber. Gerade deswegen checke ich halt nicht, warum das manche Sachen so seltsam sind. So. Jetzt mal, sollte man da irgendwas Wichtiges looten. Den Kobold mal eben noch mitnehmen. It is overly narrow here, and ill-suited to combat. Let us proceed with caution. Eyes peeled, ears pricked. Mal kurz auf die Karte gucken, was überhaupt unser Plan hier ist. Beschaffe einen Magiestab, nein. Monsterjagd, nein. Magistrat Walha, nein. Dieses Jahr, das ist alles irgendwie nicht. Kein Ziel. Wir müssen auch welche Details geben. Du hast ein Großschwert gefunden. Schaffe einen Magiestab und ein Großschwert. Du hast die Höhle der Kobolde gefunden. Vielleicht ist da der Magiestab, aber ein Großschwert haben wir ja schon, anscheinend.
Aber den Magiestab noch nicht. Vielleicht hier. Das war irgendwie angezeigt. Wir machen mal die Höhle leer hier. Me thinks we could move this boulder if we work together. Would anyone care to push? This spell will empower you with elemental magic. I can do no less in service to the Arisen. Huh? Sie haben ihn bekommen. What the fuck? Das habe ich auch nicht mitbekommen. Plötzlich tot. Dann stirbt man ja so schnell. We should be able to move this boulder with our combined might. Would anyone care to push? I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. We must not let down our guard. Strike with the power of lightning. Oh, weg hier. Jungs, wo seid ihr denn? Also die KI von dem... Ich hab getroffen. Speicherung zum Glück nicht weit weg. Aber ich bin nicht überzeugt von der KI meiner Kollegen. Keine Ahnung, wo die rumlaufen und warum. Wo mein Tank ist, Eleonora. Ich habe dir auch ein paar neue Abilities gekauft, damit sie mal vernünftig tankt. So, jetzt sage ich dir das. Ich sag mal zu mir. Okay, was ist jetzt passiert? Habe ich zu oft auf die Buttons gemasht während des Ladescreens? Okay, war das Spiel mir abgestürzt? Na, wurscht, jetzt sind wir wieder hier. Also das ist halt das Problem als Schurke, als Dieb. Also wenn jemand anders nicht Akku hat, ist es ein bisschen nervig. Das ist halt als Bogenschütze natürlich besser. Komm mal zu mir. Weil ich da ein bisschen weit entfernt stehe. Vielleicht sind sie schon hier, genau. So, Eleonora, kämpf doch mal. Hab ich sie da hingeschickt? Der Flansch da unten. Wie kann man hier so schlecht die Schräge hoch? Man muss jetzt da wieder hier runterkommen. Okay, da war ihn. Sein Quatsch. Ich wollte gerade fragen, könnt ihr nicht aufhelfen? Okay. Die trägt ihn, ist auch ganz nett. Liegt. Pick ourselves up. Dust ourselves off. I am saved. Thank you, Arisen. Ich will mal geheilt werden, wenn das möglich ist. Okay, da hinten meinetwegen auch. Mir nur zu wenig. Ach, wir sind ein paar Mal gestorben jetzt. Und man stirbt auch, wenn man dann das Spiel neu lädt. Beim letzten Speicherpunkt verliert man immer von seinem Max-HP. Ist schon ein bisschen hart. Kann ich denn irgendwie. Mit dem Bogen. Komm mal her. Jetzt muss ich was werfen da drauf, weil man kann ja mit einem Bogen könnte ich es einfach wegschießen. Ich habe einen Stein, nehmen wir das mal. Okay. Probier es mal. Okay. Hier unten doch das treffen müssen. Den hier. Ingredients are plentiful hereabouts. Wir sollten aus dem Weg gehen. Ich versuch's mal hier hoch. Na, jetzt rollt er weg. Schnell, greif ihn hier wieder.
Okay. Kommt mal zu mir. Staring arisen. Has aught yonder caught your eye? Oh. Schauen wir, wo das jetzt hinführt. Ah, die Kiste. I hope you weren't expecting mercy. Strike with the power of lightning. Kommen wir denn an diese Kiste? Oder sehen wir die nur von hier? Wer hat da hinten weggeballert? Der Florence oder was? Sind die auch wieder drin? Ne, die sind hier. Was macht ihr denn da? Mal durchgucken und da oben lang. Come to think of it, different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for passage here. Truly, there are secrets around every corner. Pray keep your wits about you. We needn't go barging in. Ring der Abkühlung. Was ist denn ein Ring der Abkühlung? Ein Ring, der Macht verleiht, wenn der Geist des Trägers mit seiner Magie resoniert. Verringert durch Feuerangriffe erlittenen Schaden. Oh, so, tatsächlich nur so eine kleine Höhle, die wir entdecken konnten hier. Sieht immer aus, als würde sie nach vorne fallen. Die Animation ist so weird. Ich habe auch so ein Meme gesehen. Wie gerade das von so einer Klippe springt. Im Kopf zuerst, also im Oberkörper so. So sieht es aus bei jedem kleinen Schritt, den er macht. So, das hier irgendwie looten? Tatsächlich. Wo ist denn die Spitzhacke her? Ich hab Sachen. Auch super, wenn man sich tarnt und eine Lampe am Gürtel hat. Aber Eleonora? You need me at the Vanguard? Say no more. Noch mal im Rücken. Aufpassen hier. Boah, ich kann noch festgehalten. Kann er diese Brücken auch einfallen lassen? Die haben so viele coole Ideen schon. Hey. Moment, will ich erstmal rübergehen? Man kann es sonst auch, als wenn man die Rücken kaputt macht, jetzt Leitern nutzen. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. So viel Erz, Kupfererz, Silbererz, Truhe. One never can have too many of these. Let us take care when and how we put them to use.
Waldläufer-Beinkleider, das klingt ja mal gut. Das klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. Auch für den Schurken durchaus. Kann denken, das abzubrechen, da keine Ausdauer regeneriert. Da oben ist dann noch eine Brücke. Water is now invisible in this. Au! Ich hab mir jetzt voll an den Kopf geworfen. So ein Arschloch. Nicht schnell genug reagiert. Hold just a moment. But of course, Arisen, you may depend upon me. Danke. Übersichtlich so eine Höhle. We've got goblins. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Come on. Treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Ja, das sollten wir. Wie kommen wir denn da hoch? Ein Spell oder? Anything for you, Arisen. Off I go. Haben die Spells wahrscheinlich auch gar nicht. Es gibt auch so Kombinationen, wo man sich hochschleudern kann. Es gibt auch andere Traversal-Geschichten. Aber das haben wir alles noch nicht. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen aktuell. Bestimmt eine super Kiste. Haben wir noch eine andere, die können wir aufmachen. Zeichen der Tapferkeit. Sind das andere Waffen? Ich habe mir für viel Geld die gekauft. Die sind einfach mal geiler. Man sollte sich nicht beschweren, wenn man bessere Waffen findet. Aber. Die sind nicht so gut im Niederschlagen. Aber für andere Sachen. Was hat denn Florence hier, dass der schwer beladen ist? Wer trägt das? Das kannst du mal Eleonora geben. Ein Kilo. Das war ja leicht. Oh, that's better. I thought my spine might crumple from the weight. Da war wirklich. Tut mir ein bisschen leid im Nachhinein. Der hat wirklich da schwer getragen. Auch zwischendurch irgendwelches Zeug mitgenommen, was ich gar nicht mitbekommen habe. Da ist schon ein bisschen selber schuld. Nicht für alles was. Wenn man so nah rangezoomt ist, das ist halt immer die komische Sache, ne? Do watch where you're going. You'll hurt yourself one of these days. Oh, don't worry me. These things happen. Was ist schnell die gleiche? Was so? Letztes Mal auch schon was gemacht, die Trevomine. Ja, es wird bald abends. Aufträge. Laufbahnenfrust. Klingt auch so geil. Trevomine von Kabul, das haben wir letztes Mal schon gemacht. Östlicher Rand von Vermund.
Wir noch irgendwas machen. Magistrat Waltach, das ist die Geschichte alles. Wir haben doch nichts. So, und das jetzt auswählen möchte. Dorf Havre. Und jetzt priorisieren. Und bestätigen. We have yet more locations to attend to. Where to next? I suppose the location nearest here would be a good place to start. We were to make for Harve Village, as I recall. It is not far from here. Die Geschichte hier ist, so, jetzt mal hier nicht abstürzen. So, die Lampe ausmachen. Nein, das andere. Oh, wow, wow. Was ist hier gerade? Du musst ein bisschen warten, bis die sich gegenseitig geschwächt haben. Weil ich den hier hinten ausschalte, sonst im Rücken fällt. My magics are at your disposal. Kommt der plötzlich her? Kampf hier. I could have done no better. Focus. Battle continues. Well said. Schön weg, Combo. Kämpft um den Echsenmann mit Wild. Ist ein bisschen durcheinander hier. So, jetzt nimm es mal in den. Brauchst du auf den raufklettern? Muss ich erstmal üben? Oh, okay. Also. Lass Eleonora in Ruhe. Ich möchte noch so ein Explosionsding drauf anbringen. Wow! Einmal nicht aufgepasst, ballert er mich weg. Okay. We have yet more locations to attend to. Marshal guide us to our nearest destination. We were to make for Harve Village, it's not far from here. With this, my magics are yours to wield. You've been doused in oil. You must steer clear of fire. Oh, that was a shot of it. Think nothing of it. Right. No, Eleonora. Alter. Heiltrank. Heiltrank. Being a burden arisen. Schlimm mit dir. Wo sind jetzt der Boss hin?
Warum war denn direkt nach dem Reload des Safe Games nicht mehr da? Oh, da ist er. Okay. Jetzt hat er aber mehr HP. Und tot. Meine Flinkschritte habe ich benutzt, aber anscheinend nicht gut genug getimed. Und leider hatte ich das Aggro. War einfach mal instant weg. Mal gucken, wo der Save Point ist. Das ist aber auch krass. In dem Spiel kann ich so schlecht manche Sachen einschätzen, ob die gefährlich sind oder nicht. Das ist immer so ein bisschen so ein Gemetzel. More places to go, yes? Then let us be off. Ich habe nur noch ein Drittel Max-HP, was auch nicht so ideal ist, ne? Wir probieren es einfach mal, den zu killen. Sieht schon fies an. Wir probieren ihn mal zu killen und dann machen es auf dem Rückweg zur Stadt, um uns zu heilen. Da. Hey. Der hat mich halt wie so eine Heat-Seeking Missile im Lock-On und kommt auch um die Ecke gelaufen und den Berg hoch. Das ist ihm ganz egal. We have yet more locations to attend to. So, ich tarn mich jetzt mal. Wir sollten mal was machen jetzt hier. Hier, da. Los geht's. Warte jetzt ein bisschen, bis ich nicht die Akku habe. Wo ist denn der Rest unserer Leute? Wollt ihr mal kämpfen? Und will mein Tank mal was machen? Der arme Ross, ich stelle ihn mal gleich wieder auf. Wenn irgendwann mal mein Tank Akku hat. Irgendwann mal. Mal einen Pulverangriff da drauf. Jetzt haben wir noch ein paar Mal zu. Schön auf dem Rücken rumschnitzen. Ich die Explosionsladung da angebracht, ich sehe sie gar nicht. Probiere ich das gleich nochmal. Ja. Okay, da ist aber jetzt ein bisschen. Ja, rauf da hauen. Ich bin Ausdauer. Das schleicht ja gerade zu lang. Das ist ein bisschen übertrieben. Jetzt müssen wir aufpassen, ich will nicht hier sterben. Das ist ein Wildgrat. Oh, Explosivding rauf und raus da. Explodierst. Das Explodieren ist schon gut. Kopf muss. Strike fast and true, and our quarry shall fall. We must rally. Panic is the only place the enemy can charge. So, Pulverangriff drauf. Is capable of calamitous strength. We ought not to provoke it. How are we meant to attack it? Bring ihn zum Boden. Halt ihn am Bein fest. Ganz so witzige Sache mal um den Game. Okay, konnte ich nicht festhalten. Was wollen die denn jetzt hier noch? Kämpft er für uns oder gegen uns? Sorry, ist er immer gegen uns. Au, au, au. Heilen. Nein. So ein blöder Echsenfacke. No.
Wo kommt denn der her? Warum? Die Explosion haben die manchmal ganz gut umgeworfen und dann lagen sie eine Weile da betäubt und konnten von meinen Kollegen mit bekämpft werden. So, ich tarn mich jetzt wieder. Ah! Kämpft! Warum ist er umgefallen? Wieder auf den Ross los. Die Nora muss ein bisschen geheilt werden. Ah, genau, heil dich da mal. So, noch so eine Ladung drauf auf den Rücken. Au. Ups, weg hier. Willst du Heilung? Nein, ich bin wieder tot. Ich bin an 3 HP. Wenn man, also das ist schon ein bisschen hart, wie wenig Max-HP man teilweise noch hat, wenn man halt von diesem Debuff betroffen ist. Wenn man einen Fernkämpfer, das ist halt der Vorteil bei dem Fernkämpfer, bei dem Bogenschützen. Du kannst auf deinem Positioning schon ganz gut achten und da hinten stehen. Im Nahkampf kassierst du echt mal leider zwischendurch einfach so einen Random-Hit, wie gerade eben. Und ist man halt weg. Alter, da habe ich keine HP mehr. Wenn ich hier auf den Kick halt, muss ich ein bisschen aufpassen. Eleonora! Bitte! Das treibt mich in den Wahnsinn mit der. Austauschen wir alle, gleich wie das Theater gemacht hat. Au! Okay, da gibt es auch eine Ability dafür, wenn man so auf dem Boden landet, dass man dann so abrollt. Aber ehrlich gesagt, ich bin irgendwie aus einem halben Meter auf den Boden gefallen und dadurch sterbe ich. Ja, ich unterschätze das Spiel anscheinend gerade wieder, den Minotaurus. Aber den will ich jetzt machen. Ich weiß nicht, dadurch, keine Ahnung. Wir haben schon so weit unten hatten gefühlt. Aber ich sterbe halt einfach jetzt durch jeden Kackschaden, der außerdem in meine Richtung guckt. Jetzt mach doch mal was. Ross, da ist ein Gegner, schieß doch mal da drauf. Ja, Eleonora, sehr gut. Ich werde mal ordentlich schaden. Ich hatte die Schwachstelle auch da am Rücken gefühlt. Mal gucken, wie viel Schaden die Explosion macht. Ey, das ist so lächerlich, wie viel. Man kann auch von dem Rücken irgendwie. Ich versuche da runter zu springen. Ich lasse das jetzt auch mit dieser Explosion irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie viel das macht, das dauert zu lang. Immer wenn er gerade eine Pause hat, bringe ich Explosion an, will vom Rücken springen. Das ist aber so, dauert so lange. Es fühlt sich so.
verzögert an. We've more places to go, yes. Then let us be off. Das ist halt auch ein Boss. Vielleicht sollte ich ihn halt nicht unterschätzen. Das ist aber mein Fehler. Also ich denke, es muss doch gehen. Und ich darf doch nicht durch Fallschaden sterben, aber vielleicht darf ich es doch. Oh, hier spring ich runter. Spring runter. Ich habe schon lange aufgehört. Okay, jetzt bin ich tot wieder, ja. Ich check's halt nicht. Ich hatte ohne Witz schon 2-3 Sekunden lang aufgehört und habe nur den Springen-Knopf gemacht. Aber dann lerne ich das halt jetzt. Warum kann ich nicht einfach da vom Rücken einigermaßen wieder vernünftig runterspringen? Ich habe das Festhalten nicht mehr gedrückt, sondern das normale Springen habe ich einfach versucht, vom Rücken runterzuspringen. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Ingenious. My own master must hear of this. Truly? Ich werde einfach mal los und spring runter. Okay, das hat sich geklappt, sehr schön. Eine Ausdauer aufladen. So, ich springe mal wieder ab. Jetzt halte ich mich fest. Das wird halt gefährlich. Runter. Okay. Wir nehmen es halt mal so langsam und stetig. Die Waffen mal anzünden. Our foe has been thrown off balance. There is no better time to strike. Or shall lead the charge. Oh! Ich dachte, der hat ja auf mich drauf gerollt. Okay, weg. Nicht Aggro ziehen. Mit meinen 3 HP. Eine von 3 Lebensleisten haben wir. Oh, 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 oh. Okay, Eleonora hat ordentlich was abbekommen. Heilt die mal bitte. Springen jetzt das ab, ich will nicht genug Ausdauer. Dann werde ich wieder abgeworfen. Da freue ich gerade Angst. Nicht auf mich, nicht auf mich! We can ill afford to rush headlong into battle. Let us watch our foe carefully. Lass die mal gerade ein bisschen kämpfen. Hold on, stay right there. Jetzt runterspringen. Might we not use their rage to our advantage? Nachrichten noch. No, nicht zu mir, nicht zu mir. Master, watch out!
kurz ausmachen. So, muss eh ein bisschen warten. Ich war ein bisschen vorsichtig, um kein Akro zu ziehen. Was macht dieser blöde Box hier noch? Der ist jetzt tot, oder? Ist doch gerade ein bisschen dunkel. Ich mache die Laterne an. Oh, nein, nein! Boah, das war knapp. Ein paar Mal draufhauen. Aber jetzt reicht schon wieder. Runter, runter. Hör auf! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich check nicht, wie lange er noch. Ihr habt es ja gehört, wenn ich gesagt habe, runter. Dann hat er mindestens noch zweimal langsam zugeschlagen. Warum? Ich programmiere doch nicht irgendwie eine Angriffskette 2 Jahre im Voraus. Oh, nur weil ich jetzt keine Lust hatte, noch so. Fand halt irgendwie auch ein bisschen cheesy, um jetzt nur zu warten. Ne? Aber da hatte ich echt 4 Sekunden, bevor es vorbei war, schon längst aufgehört, den Attack-Knopf zu drücken. Spring drauf und halte dich fest. Okay. Naja, man lernt schon ein bisschen was dazu. Auf welche Sachen man achten muss, dass man doch wieder defensiv spielt zwischendurch. So, jetzt aufhören, aufhören. Okay, danke. Akku loswerden. Vanish. Ich hole Ross gleich mal wieder. Florence hat sie auch voll erwischt. What the fuck? Halt euch da mal bitte. Ach, Ross. Jetzt springe ich mal runter, ist mir zu gefährlich. Sehr gut. Ross, steh auf. Nein, 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 nein! Halt bitte die Eleonora ein bisschen. Okay. Ich sehe es nicht ein. Ich gehe nicht weg, bevor der tot ist. Den ganzen Tag Zeit. Boah, vor allem war das der Kampf eben fast vorbei, ne? Als ich dann nochmal. Ich einfach da. Dann der falsche Stolz war es. We've more places to go, yes? Then let us be off. I say we start with the location nearest us. It will save us a world of effort. Also, die Nora hat ein bisschen geheilt. We were to make for Harv Village, as I recall. It's not far from here. Ist da noch jemand, der da random vorbeiläuft? Beware! The Minotaur has come! Ice will be most effective against this foe. Okay, danach verlassen wir es jetzt. So. Nicht zu greedy werden immer. Wenn die Ausdauer da auf halbe Wert, auf halbe Leiste ist, dann gehe ich lieber zurück. Okay, ich muss nichts abbekommen, wenn er losstürmt. Ja, Feuer kriegen sie auch nicht so schlecht.
So, runter jetzt mal wieder. Und man wird auch schon besser in den Kämpfen, so ist es nicht. Weg hier. Muss ich noch ein bisschen die Attack-Moves kennenlernen, ja? Also ich habe die auf jeden Fall am Anfang unterschätzt und nicht ernst genommen. Das sind halt Bosse. Schnitz, Schnitz, weiter. Runter. We must do all we can to prevent it from losing its temper. How are we meant to attack it without angering it? Strike with lightning, fight. Tarn dich mal ein bisschen. Das ist ein bisschen gefährlich, der hat es mich auf mich abgesehen. Nein, nein, nein! Noch diesen komischen Ausweichschritt machen, der immer so eine Pause nach hat. Das war knapp. So, jetzt mal wieder runter. Und nein! Falschen Knopf gedrückt. Okay, weg hier. Weg hier, weg hier. Jetzt, wo ich wirklich ein bisschen taktischer spiele, wird es auch besser. Aber man muss wirklich einfach ein bisschen schnallen, wie das Spiel funktioniert. Okay, ich stelle Ross wieder auf. Hoffentlich fokussiert er mich nicht gleich. Nein. Alter, was ist denn hier los? Ja, hebst du nicht nur auf und mach irgendwelchen Quatsch. Nein, 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 Minotaur. Weg hier. Ist auch noch langsam dunkel, das hilft auch nicht. Laterne an. Was? Hört doch mal auf, die Leute durch die Gegend zu tragen. Also die KI von den Leuten ist dämlich. Gerade aus. Okay, ich nutze die Zeit. Stellen sie wieder auf. Fuck, ich wollte eigentlich die Zeit nutzen, aber ich muss erstmal Eleonora aufstellen. Halt mal bitte Eleonora, bitte. Hey, der kommt mir gerade gar nicht auf die Beine, das ist gut. Nochmal die Klingen anzünden. Der kommt gar nicht mehr auf. Okay, ist mir egal. Vermöbelt ihn. Lass ihn nicht aufstehen. Jawoll. Okay. Taurushorn. Und noch ein Horn. Flawless. Das war natürlich fehlerlos. Aber ich muss echt sagen, man lernt das Kampfsystem ein bisschen kennen. Wenn man so mit dem falschen Mindset rangeht und so nicht checkt, wie das Spiel funktioniert, sowohl offensiv wie auch defensiv mit ein paar Kombos. Also das Spiel macht auch so viel Quatsch. Das ist halt das Problem. Das ist einerseits, da ist so viel clunky Shit in dem Game, aber auch so viel Cooles, dass es manchmal schwer zu entscheiden ist, was ist jetzt gerade komisch und was habe ich bloß noch nicht geschnallt. Weil ich fand, man hat dann deutlich gemerkt, als ich die Kämpfe ein bisschen anders angegangen bin jetzt, ne, mit auf bestimmte Aktionen von ihm achten, auf meine Ausdauer achten, auf meine Kombos ein bisschen aufpassen, ihn wirklich ernst nehmen, dass sich das ganz anders gespielt hat. Und jetzt mittendrin Nacht geworden im Kampf. Es war ein harter Kampf, wir haben kaum noch Leben. Idealerweise
sehe hier gerade keinen Rast. Ah, da ist ein Rastplatz. Machen wir wahrscheinlich eine Rast in der Nacht, bevor wir dann zurückkehren. Also ist ja direkt da vorne auch. Sehen wir auch auf der Minimap unten links. We are none of us alike in vocation. Our respect. Me thinks we could move this boulder if we work together. Shall we set it rolling? Ja. Sag mal ja. Ich mein's ja. Locations to attend to. Marshall guide us to our nearest destination. Oh nein. We were to make for Harv Village. Some of our foes excel. Ist der Move doch so komisch. Handle them first, lest they unleash their volleys on our heads. Wo ist denn hier? Da, direkt hier oben. Sind jetzt hier noch mehr von den Spinnern? Ah, da. Leonora ist auch Level 14. Nice. High five. Mach sie gar nicht, mach mal Middle five. Ja, aber das kennen wir schon, die Gegend hier. Haben wir schon oft genug gerastet. Ja, ist ein super fine place. So, ich werde jetzt speichern. Und dann in der nächsten Folge hier mal schön pausieren. Und dann kehren wir mal zurück zur Stadt. Und dann können wir mal von den Main Quests wieder das angehen. Vielleicht auch ein bisschen upgraden. Und ich fühle mich wieder ein bisschen besser, weil wir schön etwas irgendwie vom Spiel wieder verstanden haben und einen guten Boss besiegt haben. So, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Over here.